Hauke, was hast du denn für Ansprüche an eine Frau? Ach du Scheiße. Hauke! Junge, sag mal! Ich hab doch gesagt, der ist labil. Wir haben hier nicht so viel zu sagen. Wir sind ja auch nur Angestellte. Hauke ist hier der Geschäftsführer. Der Hauke wird jetzt, einfach dazu mal Stellung nehmen. Okay. Hauke, was ist denn überhaupt passiert? Hey, jetzt nicht, ne? Komm, lass das mal sein. Lass das beide mal sein. Hauke Klimpermann, geborener Müllerstein, kommt ursprünglich aus dem beschaulichen Recklinghausen. Dort wuchs er unter der strengen, aber trotzdem stets fairen Feder seiner Mutter Petra Müllerstein auf. Dabei lernte Hauke schon früh, dass Geld nicht auf den Bäumen wächst und eine gute Bildung das A und O ist. Während einer Kegeltour auf Fuerteventura lernte Hauke im Sommer 89 die 12 Jahre jüngere Nicole kennen und wenig später heiratete das verliebte Entenpaar. Nach Streitigkeiten innerhalb der Ehe trennten sich die beiden im Frühjahr 2001 und Hauke ging mit seinem Mix Your Cornflakes Geschäft in die Privatinsolvenz. Doch Hauke Klimpermann ist ein Kämpfer und nach mehreren kleinen Auftritten in diversen TV-Sendungen und Musikvideos schaffte es der Erpel tatsächlich, im Frühsommer ein Engagement bei den Let's Play-Veteranen Twin TV zu ergattern. Hauke. Hallo. Ich bin der Erik. Hallo. Ich komme aus Witten und ich bin 15. Ja, also, was kann man dazu erzählen? Also, ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ereignis und man wünscht natürlich alles Gute für die beiden. Ja, also die Melina, die ist natürlich schon eine Süße. Ich möchte, wen möchte ich grüßen? Nee, eigentlich keinen mehr. Hallo! Schnabel! Ich habe auch noch eine wichtige Nachricht. Ich wechsle mit sofortiger Wirkung zu Mediakraft und hatte meinen eigenen Kanal. Wir haben einen Kanal-Trailer gemacht, den könnt ihr jetzt hier mal sehen. Herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Hier erwarten euch in Zukunft Challenges, die richtig Spaß machen. Mit meinem Kollegen Hauke. Hauke, sag mal Hallo zu den Zuschauern. Durch einen Unfall bin ich nur alleiniger Moderator. Deswegen werden euch hier Challenges erwarten. Unter anderem die Mehl-Musik-Challenge, die Kaktus-Bier-Challenge, die Butter-Mozzarella-Challenge, die Kaugummi-Haarwachs-Challenge. Es wird hier absoluten Spaß geben. Was ich mit dem Tag noch anfangen kann. Durch den Kamin kommt dann wie der Weihnachtsmann, ein gelber Vogel, völlig ausgebrannt. Er erzählt mir vom Leben und das Schön und Reichen, von altem Brot in trüben Teichen. Und er will mir helfen, dass ich auch so werde, ein reicher, geiler und stolzer Erbe. Er ist der Oberplayer mit dem spitzen Schnabel, dem iPhone 4 mit Ladekabel. Tier zu Tier möchte Hauke einen kleinen Appell an die Familie Eugi und Sula loswerden. Ja. Hauke, sag mal, was du zu sagen hast. Hauke ist die Stimme des armen Mannes und des armen Haustiers. Ja. Richtig, Hauke. Ein bisschen Klartext muss auch sein. Heute lebt Hauke allein in seinem geräumigen Loft im Kölner Stadtteil Ehrenfeld, vertreibt nebenberuflich Muskelpräparate und sprüht wieder vor Lebensfreude. Seine Hobbys sind Watscheln, wild in der Gegend rumquaken und mit süßen Chicks beim Mojito über dies und das zu schnattern. Hauke ist durch einen Zufall 2014 zu uns gekommen. Herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Hier erwarten euch in Zukunft Challenges, die richtig Spaß machen. Mit meinem Kollegen Hauke. Hauke, sag mal Hallo zu den Zuschauern. Er ist auch nicht mehr federlos. Revi hat ihm ein Arschloch gemalt. Und er fällt immer mehr und mehr auseinander. Und er ist sehr dreckig. Man kann es einfach nicht mehr sauber machen. Er hat viele Niederlagen gesehen. Er hat uns weinen sehen beim Webvideopreis 2016. Der deutsche Webvideopreis in der Kategorie Comedy 2016 geht an das Netzwerk! Hauke ist mittlerweile berühmter als die Sendung selbst. Und deswegen möchten wir euch jetzt fragen. Ich habe noch nie gekifft. Ihr beide nicht. Ihr beide noch nie gekifft. Aber von wem, wer hat den Effekt denn aufgeschrieben? Benni. Ja. Hauke ist dauerbrei. Immer. Hauke ist immer so. Ihr lacht auch immer so.
Abonniert Beyond Ballerer. Gut, oder?